Vielleicht hast du meine Story zum Thema Yoga gesehen und hast auch gesehen, dass ich so mit 5 Minuten gestartet bin und das auch ein paar Tage lang nur. Und hast dir vielleicht gedacht, das lohnt sich doch gar nicht, das ist doch Quatsch. Dann brauche ich ja gar nicht erst anfangen. Und ich kann dir eins sagen, das ist das typische Denken, wo man gar nicht loslegt. Wenn man sich im Vorfeld viel zu viel vornimmt, das dann gar nicht durchziehen kann, das heißt, du schaffst es vielleicht eine Woche, danach kriegst du es aber gar nicht mehr in deinen Alltag integriert und du verlierst relativ schnell auch die Freude daran. Deswegen mein Tipp, fang wirklich klein an. Etwas, was du ohne Ausnahme definitiv jeden Tag hinbekommst, dann wirst du ein ganz anderes Gefühl dafür bekommen und dann wird es eine Gewohnheit sein, die fest in deinen Tag gehört und dann kannst du sie langsam steigern.